Ja, grüß euch, liebe Funkerkameraden, liebe CB-Freunde hier nahe der Alexanderschanze. Ich war jetzt hier unten im Wahllokal in Obenau. Ne? Das waren 3 Wahldurchgänge, ne? Gemeinderatswahl und dann die Kreiswahl und dann natürlich noch hier die Europawahl. Ne? Alles in trockene Tücher. Wie sagte mal der schwäbische Entertainer, ihr könnt alles wählen außer Geld. Rot, Grün und Schwarz, ne, HI, ne? Aber naja, lassen wir die Politik hier aus dem Spiel, ne? Das ist, da scheiden sich ja die Geister, ne? Ja, und das Motto heute ist am Tag der Europawahl QRV aus der Europa Eurobox, ne, HI, ne? Da schauen wir mal, ich habe da was vorbereitet. Bis gleich im Funkwagen. Ist richtig schwül warm, wir haben unter über 60% Luftfeuchte. Hier oben ist ein bisschen bergfrischer, aber auch nur ein bisschen. Die Schwüle hängt hier in der Luft. Ne? Und hier 3 Meter Mastrohr auf 1,85 Meter Funkwagen. Und da ist oben das alte Kampfschwert von Albrecht, die GPA 27 ist im Einsatz. Ne? Hat sich immer bewährt. Und jetzt heute zum Europawahltag, die deutsch-französische Freundschaft, habe ich eine kleine Funke hier dabei. Das ist die CRT. Ne? Die CRT One, die habe ich schön verbaut in die Eurobox. Das sehen wir gleich. Ja, herrlich hier oben, ne? Die Bergfresche und die Ruhe eigentlich. Ne? Man hört ein bisschen die Griesbacher Steige nebenan. Und jetzt starten wir hier mal die Eurobox. Ne? Da ist noch ein Hauptnetzschalter eingebaut. Wenn ich den hier anzwiffe, dann geht erstmal hier das Kreuzzeigerle auf Beleuchtung und die beiden Zigarettenanzünderdosen sind dann auch mit Strom versorgt. Und wenn wir dann die CRT One anschließen, dann sehen wir die Länderkennung. Habt ihr gesehen, DE habe ich schon eingestellt. Die hätte ja, muss ich mal gucken auf die Schachtel, die hätte ja hier ne, eine riesige Auswahl an Ländereinstellungen. Ne? Also passend zur Europawahl. Ist ja hier Europa gut vertreten in der kleinen Funke HI, ne? Attention, attention, this frequency. Here is 13 Lima Alpha. This is a Black Forest Mountain mobile station. Go standby, standby, break over. Funkstation in der Eurobox, das Ganze ist portabel. Das ist eine Einheit mit eigener Stromversorgung. Hier geht's Kabel hoch zur GPA. Seht ihr hier, ne? Und in der Box ist alles, was man braucht eigentlich, ne? Da habe ich hinten eine Lithium-Iron-Phosphat, eine Live Pro 4, 6 Amperestunde eingebaut. Seht ihr hier. Und der MM27 Matcher ist auch eingebaut für alle Arten von Antenne und Kabellänge. Hier kann man, hier ist jetzt die PL-Buchse nach oben. Man kann also auch draußen auf dem Campingtisch hier eine Mobilantenne mit PL-Fuß eindrehen und kann sie dann anmatchen. Ne? Seht ihr hier das kleine Kreuzzeigerle. Achtung, Testing Break. Achtung, Testing Break. 1-2-1-2. Hier noch eine Stromversorgung. Habe ich jetzt mal hier bestückt mit Spannungsanzeige und USB-Lademöglichkeit. Ne? Und hier die CRT One. 1-2-Test. 1-2-Test. Break 1-2. Ja. Macht Laune, die Bastlerei. Ja, hier ist das Beiblatt von der Lithium-Iron-Phosphat Live Pro 4. Ne? Seht ihr mal, kostet um die 20 Euro, 6 Amperestunde, wiegt fast nichts und ist auch
nicht so feuerempfindlich wie diese reine Lithium-Batterie, wie man so liest. Ne? Und da habe ich noch das Handbuch von der CAT Ron. Ist leider nur in Englisch und Französisch geschrieben, aber macht nichts. Die CAT, da sieht man hier das Quelch. Gib ihn mal ein, dann kann man hier übers Mic, über Up-Down, die Rauschsperre einstellen. Ich mache mal auf 0,7. Und wenn die Rauschsperre drin ist, hat die sogar einen Scan. Das ist wunderbar. So, jetzt scannen sie. Scan über 80 Kanäle. Und wenn die mal hängen bleibt, dann geht es eine Weile. Man kann aber dann übers Mic wieder die Richtung angeben. Das Scan, man kann Up-Down drücken, dann geht sie vorwärts oder rückwärts. Ne? Ja, das ist eine kleine Funke, die macht Spaß, ne? Für 50 Euro circa bei den Funkhändlern. Und da müsst ihr aufpassen, da gibt es noch ein älteres Modell ohne S-Meter, aber die CRT One hier, die hat das S-Meter, die habe ich auf dem LKW. Ne? Sie fährt halt nur mit 12 Volt, da muss man aufpassen im LKW. Da hätten wir den Kollegen beinahe mal den Stecker, den Zigarettenanzünderstecker im LKW eingesteckt. Ich habe dort extra einen Bleigel-Akku auf dem LKW mit 12 Volt. Ja, jetzt scannen sie schön durch. Ja, eine Funke für wenig Geld. Ne? Wir schauen noch einmal, wie sie spielt. Gegen 15 Uhr schaltet sich die Freiburg Breisgauer hier ein. Und ich bin ja hier jetzt schon in Position. Da ist die Richtung circa Richtung Feldberggebiet. Na, schauen wir mal, was da geht. Ja, AM/FM geht natürlich auch. Ne? Alles, was man braucht eigentlich. Ne? Ich hoffe, das Wetter haltet noch ein bisschen durch die Schwüle. Es sind ja wieder Gewitter gemeldet, ne? Da warten wir mal ab. Das ist jetzt so, ne, um die 13 Uhr. Mal schauen, was geht. CQ, CQX, CQ, CQX, hier auf die 13 Lima Alpha, die Lassie-Station. CQ, CQX, Standing by, Standing by. Achtung, die Lassie 01, die Lassie 01, bist du QRV? Jawohl, die Lassie 01 hört, die Lassie 01 kann dich aufnehmen, Mike zurück. Jawohl, die Lassie 01 kann dich aufnehmen, Mike zurück. Jawohl, die Station, hier die Lassie 01 kann dich aufnehmen, komm. Die kleine CRT One, die hat ein richtiges, kräftiges Mic hier, ne, mit Gewicht. Schön die Kanalschaltung hier, ne, Up-Down. Geht am Gerät leider nicht, aber das muss jetzt unbedingt Sinn. Ne, das funktioniert hier am Mic natürlich hervorragend. Ne, auch im Fahrbetrieb natürlich eine Erleichterung. Ne. Ich rufe nochmal rein. CQ, Achtung, die Frequenz CQ, CQ, CQX, hier ruft und hört die 13 Lima Alpha, die Lassie-Station. CQ, Achtung, am Tag der Europawahl, die Bergfunker im Schwarzwald, Breakover, Standing by, Standing by. Ja. Auf die Partei deiner Wahl, Funkerkamerad. Kurze Achtung, kurze Achtung. Die Station für die Station.
So, jetzt rufen wir mal rein hier auf das Tech-Relais. Ne? Da ist ja Eingabe 41, Ausgabe 40. Naja, da braucht man eigentlich ein Funkgerät mit Relaisablage. Aber wenn man hier ein Mic up-down hat, kann man da schnell umschalten, HI. Ne? Zico, Achtung, hier ruft die Lassie 01. Ja, Bergheil, liebe Funkerkameraden, ne, hier am Kniebis im Nordschwarzwald. Ich werde jetzt da natürlich hier nochmal eine Weile über die Kanäle drehen und mal schauen, was da noch geht. Ne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Wahlsonntag und die beste Zahl, 5573 von der Lassie-Station, meldet QRT. Bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao, cheerio, bye bye. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the net.